Moin Leute, jetzt versuchen wir hier, Varisa ist hinter der Kamera und ich, genau, moin, versuchen wir jetzt hier den Daily-Vlog so ein bisschen zu machen. Wir benutzen ja dann jetzt unsere Sony ZV-1-Empfehlung von Klaus Grillt, Ehre geht raus. Ja, heute Morgen geht's los für mich zum Dreh nach Timmendorf ans Brodner Steilufer. Ich drehe dort mit dem österreichischen Fernsehen, der eine Moment. Wir haben uns heute Morgen schon über die Kamera aufgeregt, haben mich aufgeregt. Dann ist die Glühbirne ausgefallen im Gäste-WC und das ist keine Glühbirne, das ist eine LED oder sonst was, die man noch an Strom anschließen, nicht nur reinstecken, noch rausdrehen muss. Keine Ahnung, kein Bock mehr. Wenn der Tag so startet, weiß ich nicht, was da noch alles kommen wird und darf. Ja, ich nehme auf jeden Fall mit auf den Dreh, soweit die das zulassen und nicht rummeckern und so weiter. Aber sonst mache ich es heimlich einfach, ist egal, leuchtet nicht, ist ja nur ein großer roter Punkt vorne bei der Kamera. Ja, und das soll dann in Österreich zur Primetime gesendet werden, irgendwie 21 Uhr, noch mit drei, vier anderen, wo es darum geht, um Veränderungsmomente im Leben. Und es ist das erste Mal, dass ich was für das österreichische Fernsehen mache. Ich hatte das schon öfters mal angefangen, aber das habe ich diesmal angenommen. Und die sind gestern aus Wien hier schon hergeflogen, ich habe die aber noch nicht kennengelernt. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie es gleich wird. Sollen aber nur 5-6 Stunden sein, was dann auch aushaltbar ist. Und dann sitzen die um 16 Uhr, glaube ich, schon wieder in Lübeck im Flieger auf dem Weg nach Salzburg, weil Lübeck-Salzburg kann man jetzt fliegen. Und ich nehme euch nachher mit auf die Reise, wenn ich zum Brodner Steilufer gehe, zeige euch das da dort alles und dann gehen wir irgendwann Mittagessen und dann ist noch Interviewzeit und dann war es das schon. Und ich sage jetzt erstmal bis gleich, Leute. Yo, moin Leute. Also, oh, jetzt bin ich hier voll im Licht. Also, wir machen ja ein bisschen Videoblog und muss ich jetzt heute hier mit dem iPhone machen. Ich habe ja heute den Drehtag mit dem österreichischen Fernsehen, der eine Moment. Und jetzt sind wir hier schön am Strand, kann man sehen, es ist ein schöner Herbsttag, unglaublich. Das ist mal richtig geil. Ich habe mich eben schon aufgeregt, also heute Morgen sind wir gut gestartet. Ich habe mega gute Laune, das muss man sagen. Ich habe hier wieder meine Sony mit, zwei Speicherkarten mit, gestern alles vorbereitet. Jetzt sagt Speicherkarte gesperrt, geht nicht, formatieren geht nicht, nichts geht. So, Digga, dann läuft. Aber Gott sei Dank das iPhone dann ja noch mit. Also, um was geht's fürs österreichische Fernsehen? Der eine Moment, es geht um Veränderungen. Ich habe noch nie was für österreichische Medien gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie das heute wird. Es ist ein richtig nettes Team bis jetzt. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Interviewsituation am Strand, da hinten wird schon die Kamera getragen, da seht ihr den, ich habe den aber gesagt, ich filme ihn nicht. Filmschaffende wollen komischerweise oft selber nicht gefilmt werden. Das ist ganz spannend, ja. Und wann das laufen wird im österreichischen Fernsehen, das erfahrt ihr natürlich bei Instagram. Vorher gab es wieder so Vorbereitungsgespräche und so weiter, das ist ja so richtig meins. Ich musste auch mit Österreich mehrmals telefonieren. Das war ja dann so genau meine Welt. Aber ich bin immer ein Freund davon, eher so zu filmen und zu drehen, ohne dass man sich so vorbereitet, weil dann ist so alles so vorher abgesprochen, gescriptet oder sonst was. Und ja, da bin ich eher so ein Freund davon, so einfach drauf los. Das macht es irgendwie realer. So dieses so, ah, ich schicke ihnen die Fragen vorweg. Also das haben die jetzt hier nicht gemacht oder so. Aber ganz viele, die wollen so vorher die Fragen schicken und was würden sie da denn antworten? Also besonders die großen Medien in Deutschland haben da richtig Angst vor. Ich weiß noch, wo ich so Vorbereitungsgespräche hatte, damals für Markus Lanz oder so. Dann so, weiß nicht, wie oft die fragen wollten, was würden sie darauf antworten? Wie stehen sie zu der und der Position? Das hat für mich ganz viel mit Angst so zu tun. Oh Gott, was könnte der antworten? Also, und ich weiß nicht, das muss man irgendwie so ein bisschen abkönnen und spontan reagieren. Und das macht es für mich einfach nicht real, aber geile Kulisse auf jeden Fall, die sie hier ausgewählt haben. Und werden dann hier auch gleich mit einer Drohne arbeiten und ja, bin ich einfach gespannt. Auf jeden Fall Tag schon mal richtig gut gestartet, das habe ich auch nicht erzählt, heute Morgen, also Heizung ausgefallen heute Morgen, Laune schon mal gut, Heizung ausgefallen. Dann im Gäste-WC geht Licht nicht mehr, musste ich dahin, da lässt sich die Glühbirne nicht wechseln, weil das irgendwie ein Leuchtmittel, wie mein Elektrikerfreund Lasi und dir gesagt haben, ein Leuchtmittel, das man nicht wechseln kann, weil das dann auch nochmal über Strom geführt wird. Scheiß drauf, dann bin ich umgeknickt, wo ich mit dem Hund spazieren war. Scheiße, so startet das in den Mittelfinger Mittwoch, so ist das dann. Und jetzt, hey, und, wie ist hier Tag? Nein, ich bin gut drauf. Ja, sich jetzt hier hinzusetzen, die kommen ja alle aus Österreich angeflogen und ich sag dann, ja, nee, scheiße, kein Bock, schlecht in den Tag gestartet, lass mich in Ruhe. Wieso gibt's hier keinen Kaffee? Ich brauche jetzt mal eine Zigarette und so weiter. Geht natürlich auch nicht und mache ich auch nicht. Und ja, wir werden aber gucken, wie jetzt alles gleich funktioniert.
So könnt ihr erstmal sehen, wie das läuft. Ich versuche euch noch ein paar Bilder noch mitzugeben. Wir fahren nachher in die Altstadt, machen da noch ein Interview. Ich habe denen das Holzentor vorgeschlagen. Ich glaube, es ist die bekannteste Location in Lübeck. Ne? Die Älteren von euch kennen das noch, das Holzentor auf dem alten Fuffi-Markschein. Mit dem konnte man noch richtig was kaufen. Heute mit dem 25-Euro-Schein geht das ja nicht so richtig. Also, wir werden mal gucken, wie das gleich hier wird. Ich nehme euch auf jeden Fall mit auf die Reise und dann bis gleich. Jo, moin Leute nochmal. Also, ihr seht das gerade, Haare sind so durch den Wind. Ich hatte ja eigentlich meine neue Kamera mit. Diese hier, die sollte das heute eigentlich alles managen. Und was ist, ich wusste nicht, dass man bei SD-Karten auch eine Schreibgeschwindigkeit achten muss. Haut also nicht hin. Ihr seht meinen Kopf ein bisschen rot, wir waren jetzt hier an der Küste. Ja, was muss man alles aufnehmen? Schnittbilder. Also, geh nochmal 40 Meter in die Richtung und dann filmen wir deine Füße, dann filmen wir dich von der Seite, dann filmen wir dich von hinten, dann filmen wir dich von vorne. Schnittbilder, ich kann es manchmal nicht mehr hören, Schnittbilder. Aber ein sehr, sehr nettes Team, sehr cool fürs österreichische Fernsehen, wann das läuft und so, weiß ich gar nicht so genau. Werde ich euch aber irgendwie mitteilen. Und ja, Fragen sehr gut, es geht um der eine Moment, immer wieder Momente im Leben, wo was passiert ist, Veränderungen und so weiter. Und geil war, was richtig was Geiles für mich ist, dann habe ich irgendwann das erzählt, so wegen den Tattoos. Na, jetzt erzählt es mir gerade Alf über die Plauze abtätowieren lassen. Was muss ich dann machen? Muss ich mich am Strand ausplünnen? Alter, ich fühle mich gerade gar nicht danach, mich irgendwo nackt irgendwo zu zeigen. Absolut untrainiert, viel zu fett, aber scheißegal. Eigentlich ist es mir egal, was andere denken, aber trotzdem, ey. Dann sagst du, wäre das jetzt ein Problem am Strand? Wir haben jetzt hier ein bisschen Ostwind, schön kalt. Und ja, da habe ich mich da ausgeplünnt. Und habe dann mit denen gesprochen, hier fahren sie jetzt gerade vorbei, da sind sie alle, da fährt das Auto vorbei, ich muss jetzt gleich hinterher, wir fahren jetzt zu einem Leuchtturm, da gibt's dann, was gibt's dann wohl wieder, Schnittbilder, ja, und dann muss ich mich da ausplünnen, abfilmen lassen, ich hoffe, das wird richtig geil, wir sind hier Strand Niendorf, ganz toll, ich hoffe, dass es cool wird, danach fahren wir nach Lübeck rein zum Holstentor, gehen irgendwo Mittagessen, aber ich nehme euch mit auf die Reise. Und dann reicht es auch für heute um 15 Uhr, müssen die sich auf den Weg machen, irgendwie Richtung Flughafen. Und dann sage ich auch Ciao Kakao und wir sehen uns gleich im nächsten Schnitt, Leute. Ja, Leute, hier ist ein bisschen windig. Da hinten seht ihr noch, seht ihr da den Leuchtturm da im Hintergrund noch? Da haben wir jetzt gerade gedreht, nichts aufgenommen, das ist immer so geil. Wir latschen hier von dem Hotel, vom Maritim, latschen wieder zu dem Leuchtturm. Und dann, damit ich nachdenklich, rauchend, nachdenklich zum Leuchtturm hochgucke. Es sind halt Filmschaffende, die wollen schöne Bilder und so, aber stell dich mal so hin, stell dich mal hier hin, geh mal hin, guck mal den Leuchtturm, guck mal weiter hoch, Kinn weiter hoch, spiegelt sich in der Sonnenbrille und so weiter. Manchmal kann man sich das nicht vorstellen für so ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, was fürs Fernsehen da produziert wird oder so, dass man dafür irgendwie so den ganzen Tag ja, irgendwie unterwegs ist, so viel filmt und da ja, macht und tut und es ist manchmal schon strange. Also ich habe mich da ja so ein bisschen dran gewöhnt, aber dann nochmal, kannst du deine Füße nochmal und dann nochmal die Füße filmen und irgendwann guckst du den Film und denkst dir, Digga, wo sind die ganzen Bilder, wo ist der Leuchtturm, wir sind hier unterwegs, wir sind jetzt hier seit, es ist jetzt 12 Uhr, wir sind da 3 Stunden unterwegs am Drehen und wenn ich das dann immer sehe, dann denke ich mir mal, scheiße, Alter, wo ist das alles? Und das Geile ist, so, dann fragen die mich immer hier so, naja, wo sind die coole Locations? Wir wollen zu dem Leuchtturm. Ich so, hey, Travemünde hat einen Leuchtturm? Ich wusste gar nicht, dass Travemünde einen Leuchtturm hat. Doch, das soll so ein grüner, kleiner, niedlicher Leuchtturm sein. Ja. Die steigen in ihr Auto, ich steige in mein Auto, erstmal gegoogelt und dann muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme und so. Ey, da wo man wohnt, kennt man echt manchmal am schlechtesten. Das muss man ernsthaft mal sagen. Ach ja, jetzt fahren wir in die Innenstadt. Ich muss auch so dringend Pipi. Das geht gar nicht. Dann habe ich Hunger. Und wenn ich Hunger habe, dann dauert es nicht lange, bis die Laune etwas kippt. Aber hier ist auch viel los, wir haben gerade Ferien. Hier Travemünde kann ich nur empfehlen, hier am Maritim, hier das Maritim Hotel. Das ist einfach richtig nice, wenn man hier oben abhängen darf, Urlaub machen darf. Fällt mir immer auf, wenn ich hier unterwegs bin, dass ich viel zu selten an die Küste fahre. Ich werde auch mal gefragt, und wie oft an der Küste, wie oft baden? Noch gar nicht baden. Ich war dieses Jahr nicht in der Ostsee baden. Ich lag nicht einmal am Strand. Ich war nur zweimal auf dem Bier an der Küste. Ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwas gehört habt, weil es ist mega windig.
Und wir sehen uns gleich. Wir fahren jetzt irgendwo in die Innenstadt. Ich bin schon ganz außer Atem. Ich habe auch meine Schritte schon fast geschafft. Dann haben wir 12 Sekunden Drehzeit nachher, Leute. Jo, also, da melde ich mich schon wieder aus dem Auto. Also, der Dreh ist beendet. Wir sind nach Travemünde vom Leuchtturm. Sind wir dann zum VfB Lübeck, zum Stadion gefahren. Haben da ein bisschen gesprochen. War jetzt nicht so der überdramatische Dreh. Ich muss sagen, das Interview echt gut geführt. Die Rosa vom ORF hat das echt gut gemacht und das Team echt mega sympathisch. Das macht viel aus. Das hilft immer weiter. Ich stehe so ein bisschen im leichten Stau. Das Auto läuft ein bisschen weiter. Dann sind wir weiter nach Lübeck. Dann hatte ich gesagt, ja, Fischbrötchen, Fisch, dies, das. Und dann, gut, für jemand aus Österreich ist dann wahrscheinlich richtig guter Fisch, ist dann was von Captain Iglo oder ein Fischstäbchen. Da gab es ja so ein bisschen Protest dagegen. Dann wollten sie gerne, dass ich in die Stadt gehe und vielleicht erkennt mich jemand. Dann haben mich zwei Leute erkannt. Henning haben wir dann auch noch getroffen. Und dann haben sie die aber nicht angesprochen. Einer hat ein bisschen Paranoia, wenn das so gesendet wird und so weiter. Wir haben auch jemanden getroffen, der neben mir stand und dann so neben mir stand, mich angeguckt, so von oben nach unten. So, und dann, nee. Geil, okay, damit kann ich leben. Also bevor ich gehauen werde, ich möchte bitte nicht gehauen werden, wenn mich jemand scheiße findet. Also wirklich alles irgendwie durcherlebt in einem Tag. Wir haben jetzt fast 7 Stunden gedreht. Mein Highlight war natürlich, dass sie jetzt gesagt haben, am Ende wollten sie noch in eine Kneipe, so ein Abschlussbier und das Film. Da habe ich gesagt, naja, so ein Mittwochnachmittag, 15 Uhr, why not? Und dann sind wir in Heiners Kneipe gefahren, hatte noch zu, dann kam die Wirtin durch Zufall raus. Und hat die Kneipe aufgeschlossen, hat uns reingelassen, durften wir da filmen. Ist eine bekannte Kneipe aus Lübeck, so eine Boxerkneipe. Gibt es seit über 40 Jahren. Von der Wirtin, der Vater, der hatte damals die Klitschko-Brüder auch nach Hamburg geholt. Da hängen Bilder so mit Mohammed Ali zusammen mit ihrem Vater und so. Ja, hat sich total abgefeiert, dass wir da dann drehen. Und sie kannte mich aus vom Jenke-Experiment. Also, wenn man dann so unterwegs ist, dann erlebt man doch immer so einiges. Ich freue mich dann immer auch neue Leute kennenzulernen und dann waren wir noch in einem Plattenladen. Dann sollte ich so tun, als wenn ich so Platten durchführe, also wirklich Schallplatten. Vielleicht kennt der ein oder andere das noch. Und ja, die sagen mir gar nichts. Sollte ich so die Punk- und Oi-Abteilung so durchblättern. Außer The Exploited kannte ich gar nichts. Ja, und das ist dann echt ein langer Drehtag. Das ist so, wenn das nachher auch auf 30 Minuten oder sonst was runtergeschnitten wird, dann denkt man sich so, wieso war der 7 Stunden da unterwegs? Das ist so viel Schnittmaterial. Kannst du so nochmal gehen? Können wir deine Füße nochmal abfilmen? Können wir nochmal von vorne, von hinten, von der Seite, Seitenprofil, ranzoomen, Augen ranzoomen und so weiter? Es ist ein mega Aufwand, da denkt man immer gar nicht dran. Und ich hoffe, das Ergebnis wird gut. Ich weiß gar nicht, wie ich euch ORF empfange. Also ORF 1 ist das, Österreich. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, wird irgendwie 21.15 Uhr. Am 3. November ist das geplant. Und ich hoffe, der ein oder andere schaltet ein. Meine größte Sorge ist wieder, wie ich am Strand aussah, wo ich mich ausgeplündert habe. Ich sehe wieder aus, wirklich wie der Kuchenmann persönlich. Aber kann man jetzt nicht mehr ändern. Selbst wenn die das angekündigt hätte, dass ich das machen muss, wahrscheinlich hätte ich vorher trotzdem keine Diät gemacht. Ja, jetzt habe ich in der Kneipe da ein Bier getrunken und jetzt ist es irgendwie 16 Uhr. Es sind rein theoretisch Schulferien. Ich wollte eigentlich auch Urlaub nehmen. Ich werde mal gucken, ob ich Marisa gleich überreden kann. Vielleicht ein Sekt, ein Bier, vielleicht Kniffelabend. Mal gucken, dass wir noch irgendwas zusammen machen. Jetzt ist der Tag dann sowieso erledigt. Und was man immer vergisst, so, ne? Was für mich, ich gucke ja gerade so auf meine Schritte, weil ich dieses Jahr echt, ich habe im Durchschnitt 3000 Schritte nur gehabt. Und was für mich jetzt ja wichtig ist, ist irgendwie Schritte zu machen. Und ich habe heute beim Dreh 10.000 Schritte geschafft. Ja, da bin ich schon stolz auf mich. Das ist für mich eine Riesenleistung. Also ist mein Sporttag auch erledigt. Und ja, Leute, ich melde mich nachher nochmal mit dem Resümee oder vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich erstmal Auto fahren. Leute, ciao, Kakao, bis später.